Hey Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute werden wir diese Perücke färben. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, was das hier für eine Perücke ist, hier ist schon mal ein Bild und da ist schon mal ein Bild. Diese Wig hat jetzt auch schon so einiges durchgemacht, aber irgendwie war ich nie wirklich zufrieden mit der Wig. Deswegen werden wir sie jetzt heute nochmal ein allerletztes Mal färben, weil noch eine Färbung wird die auf jeden Fall nicht überleben. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen auch schon mit dem Video. Also Leute, diese Wig, ich habe lange überlegt, was möchte ich machen, weil sie ist ja jetzt auch schon ein bisschen, she really is a moment, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber diese Perücke wird heute lila gefärbt und in den Spitzen so hot pink. Und wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Aber ich würde von vornherein nochmal sagen, falls ihr auch schon mein letztes Färbevideo gesehen habt, wie wir die Katja Wig gefärbt haben, von dort habe ich noch Farben übrig. Also welche Farben genau ich benutze, werde ich nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Ansonsten würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit dem Färbepart. Also Leute, falls ihr schon eine Sache von mir gelernt habt, ist, dass es auf jeden Fall immer das Wichtigste ist, die Lace zu beschützen. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder erstmal ein wenig Haargel reinmachen, damit die Lace halt komplett geschützt ist. Ich habe jetzt die Lace komplett umgeflippt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser sehen. Und was ich jetzt wieder mache, ist mit meinem Haargel. Diesmal nehme ich auch wirklich nicht so zu viel, das heißt wirklich nur so ein bisschen. Und werde das grob einstreichen mit dem Haargel. Wie gesagt, nimmt da auch nicht zu viel, weil zu viel ist halt auch nicht. So, und wenn ich alles eingerieben habe, dann könnt ihr jetzt auch die Lace wieder umstülpen. Und ich werde sie jetzt hier wieder festpinnen. Leute, meine Wig ist jetzt ein bisschen voluminös und ein bisschen, ja, sehr voluminös. Was ich jetzt wieder machen werde, ist genau das gleiche wie bei meiner anderen Wig, dass ich jetzt allererstes hier erstmal das Lace-Part abteilen werde. Und die restlichen Haare klippe ich mir dann erstmal nach hinten, damit ich erstmal gut vorne an die Lace rankomme. So, das bei mir ist jetzt halt wie gesagt das Problem, dass die Haarstruktur jetzt etwas rau ist. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal ein bisschen durchkämmen. So, uff, Leute, ich bin jetzt so gespannt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Ansatz färben möchte. Ich glaube, ich nehme dafür diese Farbe, die ich schon mal angemischt habe. Das ist so eine Mischung von Manic Panic ist das was und von diesen Crazy Color in Bordeaux oder so. Aber irgendwie ist mir das noch nicht so lila genug. Deswegen, ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen Lavender, weil die Farbe war sehr lila. Ich habe jetzt hier ein bisschen Lavender drin. Und ich glaube, ich vermische das dann noch ein bisschen hier mit diesem Bordeaux, damit wenigstens der Ansatz dann ein bisschen dunkler ist. Jetzt habe ich dann noch ein bisschen Schuss Spülung mit reingemacht, damit wir die Haare auch noch ein bisschen pflegen während des Färbens. Uff, ja, und dann würde ich mal sagen, beginne ich jetzt auch mal mit dem Färben. Ich beginne jetzt mal hier in der Mitte. So Leute, also ich bin jetzt schon mit der einen Farbe fertig. Auf jeden Fall habe ich ja hier jetzt noch eine Farbe, die ich mir angemischt habe und die werde ich jetzt auch erstmal hier grob einarbeiten und danach werde ich halt das Pink machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das mache. Ich nehme mir jetzt einfach ganz normal wieder diese Farbe, nehme jetzt ein bisschen mehr und das werde ich dann jetzt hier überall auftragen, da wo ja, das sozusagen hier, das ist alles schön, der Verlauf sozusagen gemacht. So Leute, ich habe jetzt die andere Farbe komplett eingearbeitet und ich werde jetzt mit der pinken Farbe, mit dem restlichen Pink, was ich jetzt noch habe, hier grob in die Spitzen gehen und werde die jetzt komplett färben, dass ich so diesen schönen Übergang habe. Also Leute, das ist jetzt auch das Ergebnis von meiner fertigen Wig. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und okay, das werde ich auf jeden Fall noch wegschneiden, aber von weiter weg. So sieht die Wig jetzt aus. Ich habe sie jetzt schon dran geklebt, gestylt habe ich die, wie ihr sehen könnt, auch schon. Es lag jetzt einfach daran, dass jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen sind, aber ich bin mega zufrieden mit der Wig und schaut euch einfach mal an, wie cute das aussieht. Es sieht unfassbar cool aus. Also ich liebe die Farbe. Ist doch leider nicht lila geworden, aber dafür halt hot pink. Und jetzt passt diese Jacke so gut dazu. Ich bin
so in Love. Ich könnte mir ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Perücke findet. Ob ihr die irgendwie anders gefärbt hättet oder anders gemacht hättet. Das war's auf jeden Fall mit dem Video und ich würde sagen, XOXO.